Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Vorwürfe. Warum tun die eigentlich so weh, wenn man sie gemacht bekommt? Und warum machen wir selber auch immer wieder anderen Vorwürfe, obwohl wir genau wissen, dass sie so weh tun? Welche Mechanismen dahinter stecken, darum geht's im heutigen Video. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute geht es um das Thema Vorwürfe. Vielleicht kennst du das auch, dass immer wieder die gleichen Streitereien entstehen, sei es in der Partnerschaft oder auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen oder mit Chefs oder mit Freundinnen oder sowas, dass da immer wieder wegen irgendwelcher Alltagskleinigkeiten Streitereien entstehen, weil da bestimmte Schmerzpunkte getriggert werden. Ja, also sagen wir mal, jetzt in der Partnerschaft, du hast schon wieder vergessen, das Licht auszumachen, pünktlich nach Hause zu kommen, etwas Bestimmtes vom Supermarkt einzukaufen und so weiter. Ja, also solche Beispiele, wo es eigentlich um nichts geht, aber das häuft sich ja. Es sind immer wieder die gleichen blöden Kisten und deswegen reagieren wir auch schon so allergisch darauf, wenn immer die gleichen Vorwürfe kommen. Die Frage ist aber, warum man da oft so überreagiert. Ja? Und warum tut das weh? Weil es da um alte Kindheitskisten geht. Also das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Es geht nicht darum, dass du jetzt vergessen hast, das Licht auszumachen. Das ist total egal. Sondern es geht darum, dass du in deiner Kindheit ähnliche Situationen erlebt hast, wo du als kleines Kind von Erwachsenen Vorwürfe bekommen hast, die sich für dich ganz schrecklich angefühlt haben. Und für ein kleines Kind, was ja noch abhängig ist von den Erwachsenen und von der Liebe und der Gunst der Erwachsenen, da fühlen sich Vorwürfe nochmal anders an, weil du stehst ja immer in Gefahr, die Gunst der Erwachsenen zu verlieren. Das heißt, wenn du verstoßen wirst, dann kannst du nicht überleben als Kind. Ja? Also das heißt, ein Vorwurf ist für ein kleines Kind viel schlimmer als für einen Erwachsenen, weil da immer eine gewisse Lebensgefahr dahinter steckt, gefühlt zumindest. Ne? So, weil du ja wirklich abhängig bist als Kind. Und dieses Gefühl von Lebensgefahr, das steckt uns noch in den Knochen. Ja? Das steckt in unserem inneren Kind sozusagen noch drin. Also du kannst davon ausgehen, dass es hier nicht um die Wurst geht, die aus dem Supermarkt vergessen wurde, sondern hier geht es um echte Lebensgefahr. Deswegen reagieren wir da so stark drauf. Deswegen tut uns das so weh. Ja? So, weil wir haben als Kind ein ganz tiefes, lebenswichtiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe. Und wenn wir die nicht kommen, ist das potenziell lebensbedrohlich. Das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. So. Das heißt, für die Arbeit, für die Heilung aus der Depression ist es ganz wichtig, dass wir an diese Kindheitskisten drangehen und mit dem inneren Kind arbeiten. Und dafür gibt es ein Buch, was ich dir sehr gerne empfehlen möchte, nämlich, man sieht es mal wieder nur spiegelverkehrt, Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Dieses Exemplar hier ist das Arbeitsbuch übrigens, das dazugehörige. Das kann ich dir auch sehr empfehlen, dir mal zuzulegen. Weil da sind so schön lebenspraktische, typische Beispiele erklärt und wie man die besser verstehen kann. Also wenn, sagen wir mal, gerade wenn du so in der Partnerschaft Probleme damit hast, mit ständigen Vorwürfen und daraus immer Streitereien entstehen, dann ist es super hilfreich, dass du dir dieses Buch mal zulegst, weil du ganz viel über dich und deinen Partner lernst und verstehen kannst, warum ihr beide immer wieder so reagiert, wie ihr reagiert. Und darin liegt eben auch der Schlüssel zur Lösung. Ich werde über das innere Kind nochmal ein eigenes Video machen, weil das eigentlich nochmal ein eigenes Thema ist und da werde ich bestimmt auch nochmal auf dieses Buch zu sprechen kommen. Heute soll es jetzt erstmal konkret um Vorwürfe gehen und wie du damit umgehen kannst. Also, Stefanie Stahl hat hier so ein Beispielpärchen, Michael und Sabine, schöner Name, die hier so stellvertretend stehen für typische Streitereien oder Partnerschaftsprobleme. Und anhand derer sie das dann erläutert. Ja, also so ein ganz typischer Beispielfall. Michael ist in dieser Situation also derjenige, der Sabine den Vorwurf macht, weil Sabine war einkaufen und hat seine Lieblingswurst vergessen. Daher dieses Beispiel. Und Michael ist dadurch so erbost und so zutiefst gekränkt, dass er Sabine einen dicken, fetten Vorwurf macht. Wie konntest du meine Lieblingswurst vergessen? Also ja, du merkst schon, rein objektiv gesehen, denkt man so,
Ob das wohl ein kleines bisschen überreagiert ist? Ja, ist es. Und das hat einen bestimmten Grund. Und der wird gleich erklärt. So, und Sabine wiederum reagiert sehr gekränkt auf diesen Vorwurf, den sie da bekommen hat. Und schreit und tobt oder zieht sich zurück in ihr Schneckenhaus oder was weiß ich. Ja, also etwas, irgendwas Tränenreiches in der Art. So, und Stefanie Stahl erklärt jetzt die Hintergründe, wie das sein kann, dass hier beide so stark überreagieren. Im Grunde ist es nicht ihr erwachsenes Ich, was da reagiert, weil in der Sache geht es ja um nichts. Geht nur um Wurst. Man kann davon ausgehen, dass sie noch was anderes im Kühlschrank haben. Ja, ist kein Drama. Aber es ist hier von bei beiden das innere Kind, was hier so überreagiert, weil es dieser intensive Schmerz ist, den sie damals als Kinder erfahren haben. Und in diesem Beispiel ist es jetzt so, dass Michael, der kommt, glaube ich, aus einem Haushalt mit vielen Kindern und einer Bäckerei oder so. Also die Eltern hatten immer wenig Zeit für ihn. Er hat wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und da hat er so Glaubenssätze entwickelt wie, ich genüge nicht, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht beachtet, meine Bedürfnisse spielen hier keine Rolle. Und solche Dinge, das sind so seine Kernschmerzpunkte aufgrund seiner Lebenssituation in der Kindheit. Also man sieht daran, es müssen noch nicht mal Traumata passiert sein. Ne? Es reicht schon einfach, dass die Situation einfach so war. Und deswegen reagiert er so stark darauf, dass er sagt, wie konntest du meine Wurst vergessen? Das heißt quasi übersetzt in die Sprache des inneren Kindes würde das heißen, du achtest meine Bedürfnisse nicht. Du achtest mich nicht als Mensch. Du gibst mir nicht die Aufmerksamkeit, die ich bräuchte, die ich verdient habe. Das ist der Vorwurf, der in Wirklichkeit dahinter steckt. So. Und bei Sabine, jetzt in diesem Beispielpärchen, ist es so, dass sie, glaube ich, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig, ich glaube, sie kommt aus einem sehr leistungsorientierten Elternhaus und hat häufig den Vorwurf bekommen, irgendwas falsch zu machen. So, dass man ihr immer wieder ihre Fehler vorgeworfen hat. Das war für sie als Kind ganz schlimm. Und sie hat da auch diesen Glaubenssatz entwickelt. Ich mache immer alles falsch, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug. Sowas in der Art. Und das sind ihre Kernschmerzpunkte, die jetzt angetriggert werden durch Michaels Vorwurf, der an sich ja völlig überzogen ist. Sie hat das ja nicht extra gemacht. Ihr ging es ja, also das war für sie eine Kleinigkeit, eine Lappalie. Aber sie fühlt sich sehr stark unbewusst an ihre Kindheit erinnert, weil Michael ihr diesen erbosten Vorwurf macht. So, und dadurch knallt's. Und das finde ich total hilfreich, wie Stefanie Stahl das erklärt. Sie erklärt dann noch ganz viele andere Mechanismen. Ich werde da im nächsten Video über das innere Kind irgendwie nochmal drauf eingehen, was es da noch für andere mögliche Mechanismen gibt, die da laufen. Aber das ist eben was sehr typisch ist und was bei ganz vielen Leuten vorkommt. So, das heißt, die Lösung liegt jetzt nicht darin, dass die sich trennen, sondern dass jeder Einzelne bei sich selber guckt, den eigenen Schmerz mal anzuschauen. Ja, also wenn du das nächste Mal in so einem Streit oder sowas drin hängst, dann darfst du das mal als Chance betrachten. Ja, also ich weiß, man reagiert dann immer schnell so genervt und denkt, oh, nicht schon wieder und schon wieder der blöde Vorwurf oder was auch immer. Sag doch einfach mal, hey, cool, nächste Chance, da ist sie. Und wenn die Streitsituation vorbei ist, dass du dich dann nochmal zurückziehst in stille Kämmerlein und mit dir selber mal wirklich in die Stille gehst und mal überlegst, okay, was war da? Warum habe ich mich so dermaßen gekränkt gefühlt? Was ist das in mir? Oder woher kenne ich das Gefühl? Wann habe ich das zum ersten Mal gehabt? Woran erinnert mich das? An wen erinnert mich das? Wenn du dir solche Fragen stellst, dann kommst du vielleicht dahinter, was bei dir dieser Schmerzpunkt ist, woher der kommt, was das für ein Muster ist, was da bei dir automatisch abläuft, weil du es so gelernt hast aus der Kindheit. Ne? Wenn du es dir bewusst machst, kannst du es verändern. Das ist immer wieder der erste wichtigste Schritt. Und natürlich gilt das auch für deinen Partner oder deine Partnerin, dass die sich genauso mit sich selber und ihren Themen auseinandersetzen muss. Weil das sind ja, wie Eckhart Tolle sagen würde, sind da zwei Schmerzkörper, die da aufeinandertreffen. Das ist nicht immer nur einer. Ne? Bei so einem Streit geht es immer von beiden Seiten aus. Und dafür kann ich dir wirklich sehr empfehlen, um dich besser verstehen zu lernen und auch um deinen Partner besser verstehen zu lernen und in Zukunft solche Streitereien zu vermeiden, kann ich dir sehr empfehlen, dir dieses Buch zu kaufen, also das Buch zu lesen und dann vielleicht sogar auch dieses Arbeitsbuch dir mal anzuschaffen, weil das ist wirklich auch für die Selbsthilfe eine super Sache mit so Tabellen und Listen zum Ausfüllen, wo du richtig arbeiten kannst damit, um solche Dinge
bei dir selber zu lösen, zu heilen und damit in Zukunft solche unnötigen Streitereien zu vermeiden. Okay, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es natürlich wie immer gerne liken, meinen Kanal abonnieren oder die Videos auch gerne teilen. Wenn ihr mal mit mir arbeiten möchtet, dann geht gerne auf meine Website www.seelenklopfen.de oder bucht euch über meinen Online-Kalender einfach mal einen Termin unter terminland.de/seelenklopfen. Da findet ihr mich und könnt ja einfach mal gucken, ob ihr euch mal einen Termin buchen wollt. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.